Kapitel 8 Stimme des Lebens. Wie Flamme bereits erwartet hatte, dauerte seine Wartezeit nur wenigste Minuten an und verblieb völlig ohne Probleme. Zoroark hatte sich sichtlich nicht überschätzt, als er gesagt hatte, dass er alle drei Pokémon problemlos in Folge befördern könnte. Das Team war schon bald wieder versammelt, diesmal auf der anderen Seite des Flusses. Zoroark war wieder in seine normale Gestalt zurückgekehrt und wirkte etwas außer Atem, aber auch nicht mehr als das. Wobei er tatsächlich im Gegensatz zum Rest der Gruppe eher unzufrieden wirkte. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich so einen Transport mit Links schaffe. Stattdessen bräuchte ich schon fast eine Pause nach dem Getue. Ich habe wirklich noch einiges an Arbeit vor mir. Aber trotzdem hast du es bestens geschafft und uns damit viel erspart. Außerdem vergiss nicht, dass du vorher schon stundenlang gewandert bist und eine halbe Stunde lang von Illusion zu Illusion gesprungen bist. Das wäre auch schon anstrengend genug. Trotzdem sollte Ausdauer kein Problem sein, wenn es um meine Illusion geht. Wenn ich wirklich beginnen will, meine Zoroark-Fähigkeiten zu nutzen, dann muss ich das aber richtig. Ich sag ja nichts dagegen, dass du dich verbessern willst. Alles, was ich meine, ist, dass du für jetzt mehr als genug hinbekommen hast. Also sei mal stolz auf dich. Ich bin das ohnehin schon, aber deswegen will ich mich nicht gezwungen sehen, stolz genug für uns beide zu sein. Antworten trat Zoroark hierauf nicht mehr. Aber Flamme sah ihm an, dass er sich über die Worte freute und sie annahm. Also, wollen wir dann weiterreisen? Wir sind inzwischen am Gletscherpalast angekommen. Oder zumindest jeden Moment. Hat irgendjemand Ideen, wie wir dort versuchen, diesen Trick Kefalo zu finden? Wenn ich von meinen vorigen Abenteuern noch eine Sache weiß. Lasst uns zur Spitze des Palastes gehen. Das Ziel liegt bei einer Besteigung immer da. Und wenn nicht, dann rollen wir die Suche eben von da auf. Oder vielleicht treffen wir jemanden auf dem Weg, der uns helfen kann. Immerhin haben die Pokémon in Raststadt von Pokémon geredet, die hier scheinbar leben. Dieser Kyurem zum Beispiel scheint auch Trikefale zu kennen. Wenn wir ihn also finden, kann er uns bestimmt helfen. Flamme blickte herüber zu Zoroark, weniger auf Einspruch über den Plan wartend, als Einspruch über die sofortige Weiterreise. Doch der Unlichttyp hatte nicht vor zu warten. Stattdessen lag nun also, ganz nach Flammes Erwartungen, das nächste unüberwindbare Hindernis hinter der Gruppe. Und eine neue Bekanntschaft stand direkt bevor. Der Gletscherpalast, welcher seinen Namen derzeit wahrlich nicht verdiente, erstreckte sich nun riesig, war so viel mehr als ein Punkt in der Ferne, in dessen Spitze sich das Licht spiegelte. Selbst hier die Spitze zu erreichen, würde eine ganze Weile dauern, wenn nicht gerade irgendeine Art Aufzug den Weg erleichterte. Nun, inmitten des Eingangsbereiches stellte Flamme enttäuscht, aber auch nur ein wenig, da es doch sehr zu erwarten war, fest, dass es eben keinen Aufzug gab. Treppen wären der einzige Weg nach oben. Von Pokémon war hier nichts zu sehen. Überraschenderweise nun im Inneren des Gebäudes aber tatsächlich etwas von Eis. Anscheinend war der Frost dieses Monumentes nicht abhängig vom Klima außerhalb, sondern stand für sich, so sehr der Palast auch eins mit der Umgebung war. Die nächsten Stunden der Reise waren nicht sonderlich bequem. Ohne eine Karte, weil es ja auch ein wahres Labyrinth. Mehrere Türme, tausende Treppen, ebenso viele Flure und einmal falsch abgebogen, fand sich das Team gleich dort wieder, wo sie schon mal gewesen waren. Die Suche endete erst, als endlich ein lautes Geräusch aus der Nähe ertönte. Vielleicht wäre es nicht das Ziel, aber es könnte ein Pokémon sein. Jemand, der helfen könnte. Und dementsprechend, zwei Treppen später,
stand das Quartett auf einmal zwei Pokémon gegenüber, welche sich scheinbar im Gespräch befanden. Eines der Pokémon war riesig. Viele Male so groß wie Zoroark, der das größte Pokémon aus der Gruppe der Reisenden war. Stechend gelbe Augen ohne Pupillen. Winzige Arme, aber ein riesiger, teils vereister Körper. Auch das Gesicht war zu Teilen von Eis überzogen. Das andere Pokémon hingegen, schwebend, blauer Kopf oder eher Köpfe, schwarzer Körper. Die Beschreibung passte genau auf das Pokémon, welches die Gruppe suchte. Trikefalo. Morgen, alle beide. Wir sind hier auf der Suche nach einem Mon namens Trikefalo. Von den Beschreibungen, die wir bekommen haben, sind wir hier an der richtigen Adresse, oder? Beide Drachen schossen herum. Nun auf die kleine Gruppe blickend. In Trikefalos Fall vor allem auf Flamme. Du musst Flamme sein. Ihr seid also wirklich hier. Dann bin ich aber erleichtert. Ich dachte schon, es wäre etwas schief gegangen, weil dieser Palast völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aber wenn ihr dann doch hier seid... Warte, sagtest du gerade von den Beschreibungen? Wer hat euch denn schon von mir erzählen können? Es ist sehr wohl etwas schief gegangen. Wer auch immer euch informiert hat darüber, dass wir hier auftauchen, hatte Unrecht. Wir sind nicht bei Raststadt in diese Welt gekommen. Damals die Mon dann von dir erzählt und nachdem die Magna-Karten völlig den Geist aufgegeben haben, mussten wir den Weg von Raststadt zu Fuß zurücklegen. Zu Fuß? Von Raststadt? Oh Gott, das tut mir so leid. Ich dachte, wenn ich hier warte, dann kann ich euch viel Mühe ersparen. Aber stattdessen habe ich jetzt so viel davon gemacht. Also ist der Palast doch korrupt? Warum wir in Raststadt gelandet sind, wissen wir nicht. Ob es von vornherein geplant war oder nicht. Und was an diesem Ort passiert, wissen wir ohnehin nicht. Aber es ist nun auch nicht mehr so wichtig. Wir haben den Weg schließlich gefunden. Nun... Der zweite Drache mischte sich nun ebenfalls ein. Mich wundert ja eher, dass ihr es überhaupt an diesen Ort geschafft habt. Der Palast sollte doch eigentlich nicht zu Fuß erreichbar sein. Und, naja, für die Brücke, die ich mal machen wollte, hatte ich wirklich keinen Nerv in letzter Zeit. Dass dieser Ort unbereisbar sei, das haben wir schon öfter gehört. Aber diese ganze Welt scheint sich zu wandeln. Auch der Bereich um diesen Palast. Die Schluchten sind inzwischen reißende Flüsse, voll vom Schmelzwasser des Eises und die starken Winde sind vergangen. Wir konnten den Luftweg nehmen. Das Eis ist geschmolzen. Die Schluchten geflutet. Geht denn wirklich alles den Bach runter? Wo soll das noch hinführen? Nicht weiter zumindest. Und deswegen seid ihr vier hier, ja? Ihr wurdet von den Weltengeistern geschickt, um dieses Problem zu lösen? Ach, das hast du mir ja gar nicht erzählt. Die Pokémon, auf die du wartest, sind von den Weltengeistern geschickt und sollen uns beim Aufräumen helfen. Also, ja, indirekt. Sie helfen uns nicht hier vor Ort, sondern aus der Ferne. Also doch keine Problemlösung. Hier im Palast? Nein, also jetzt nicht. Wobei es auch uns schaden wird, aber sie werden sich um den Kern des Problems kümmern und der ganzen Welt zur Heilung verhelfen. Glaub mir. Wie so meistens waren die meisten Worte, die Flamme hörte, für ihn ohne Bedeutung. Eher kryptisch als verständlich. Wenn wir ihnen helfen sollen, dann los. Du weißt selber, weshalb wir hier sind. Zum Labyrinth müssen wir. Wo lang führt der schnellste Weg? Bring uns hin! Kurz blickte Trikefalo mit seinem zentralen Kopf Kyurem an, bevor er zögerlich antwortete. Also, den schnellsten Weg will ich jetzt nicht einschlagen. Lass uns stattdessen den ruhigen nehmen. Also einmal aus dem Schloss vorne raus, über den Fluss zurück und dann drumherum um den Palast. Von da führe ich euch dann weiter. Den ganzen Scheiß sollen wir nochmal ablaufen? Und das, wo du selber behauptest, es gäbe einen schnelleren Weg.
Hat der Laden hier keinen Hinterausgang oder sowas? Ja, doch, aber das wäre eben der schnellere Weg. Nur der Hintereingang ist im Moment nicht benutzbar. Und geht es dabei um ein Problem, das wir nicht fixen können? Ich befürchte nicht, nein. Mal wieder ein unmögliches Hindernis. Ha! Satte Flamme schon oft genug gehört. Und noch war nichts davon eine Herausforderung gewesen. Was dachte dieses Pokémon, wer sie waren? Ein paar dahergelaufene. Zeig uns den Weg. Ob wir etwas tun können oder nicht, bestimmen wir selber. Flamme sah deutlich, dass Trikefalo gerne mit Ablehnung geantwortet hätte. Aber gleichermaßen traute er sich nicht wirklich. Ich meine, also, ich kann es euch ja zumindest zeigen. Außer natürlich Kyurem hat was dagegen. Er macht die Regeln hier. Was interessiert es mich? Hier läuft doch sowieso nichts mehr nach Plan. Sollen wir doch gucken, wenn tatsächlich was bei rumkommt. Umso besser. Nun also, etwas widerwillig, führte der dunkle Drache seine neuen Begleiter. Nur wenige Räume weiter. Ein paar Treppen nach unten. Bald kamen sie allesamt an einer Tür an, deren Eis irgendwie verzerrt schien. Auch merkte Flamme, wie seine Teampartner alle eher Abstand halten wollten. Sie fühlten sich sichtlich sehr unwohl. Ebenso wie der Neueste in der Gruppe, Trikefalo. Trotzdem näherte er sich, scheinbar etwas mühsam, und öffnete die Tür. Woraufhin ein eigenartiger Wind hinausblies. Im Inneren des versperrten Raumes befand sich nichts als pure Schwärze. Überall, bis auf einen Gegenstand im Zentrum. Eine Art kleiner Eiskristall? Ihr habt vielleicht schon Geschichten unserer Welt gehört. Über unsere alten Helden, Latias und Latios, und über den Kältekern. Geschaffen aus den negativen Emotionen der Welt. Nun, als der Verfall unserer Welt begonnen hat, hat sich hier im Palast begonnen, ein neuer Kältekern zu bilden. Deswegen haben Kyurem und ich auch vermutet, dass eure Anreise hierher nicht funktioniert hat. Weil der Kältekern verzerrt diesen Ort. Er ist noch nicht groß, aber er wächst weiter. Und er ist von den Schmerzen der Welt so gefüllt. Seine Energie ist abstoßend für alles Leben. Sich ihm anzunähern füllt einen mit so viel Negativität. Ihr merkt das bestimmt. Das ist eigentlich unmöglich. Was du jetzt sagen willst, ist, dass wir einen Stunden, vielleicht tagelang Umweg gehen sollen. Weil ein übergroßer Eiswürfel vor dem Hinterausgang steht. Er hat doch recht, Flamme. Du spürst das ja doch bestimmt auch. Dem Ding kann sich nichts Lebendes auf Meter annähern. Gleichzeitig, wir können den Kern doch auch nicht einfach wachsen lassen. Er wird absterben, wenn diese Welt wieder heilt. Da bin ich mir sicher. Er ist zwar gerade störend, aber langfristig kann man ihn ignorieren. Flamme hatte genug der leeren Worte gehört. Ohne zu zögern, schoss er einen Flammenwurf aus der Ferne ab. Jedoch zerteilten die seltsamen Winde das Feuer und der Kern blieb unverwundet. Glaub mir, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir das hier schon selber gelöst bekommen. Schön, dann gehe ich eben da rein. Den Umweg tue ich mir bestimmt nicht an. Flamme, lass das. Das kann nicht gut gehen, sich dem Ding zu nähern. Lasst ihn! Auch Kyurem war der Gruppe scheinbar nun nachgelaufen. Wenn er es drauf anlegen will, lasst ihn doch. Umbringen wird ihn das Ding wohl kaum. Wenn er aus Erfahrung lernen will, soll er es doch. Immer noch wirkte Trikefalo wirklich nicht überzeugt, aber sollte er Kyurem widersprechen? Nein. Irgendwo hatte der Wächter des Palastes ja auch recht. Na, endlich!
Flamme dachte schon, die anderen Mon würden jetzt wirklich drauf bestehen, den ganzen Palast zu umlaufen. Anstatt einfach den simplen Weg zu nehmen. Was hatten sie denn alle? Angst vor etwas Wind? Warum behandelten sie diesen Eisklotz wie einen Dämon? Stattdessen trat Flamme einfach in den Raum ein. Die Winde wurden augenblicklich stärker. In sich trugen sie eine seltsame Aura. Ein Gefühl. Aber es war ein Gefühl, welches Flamme sowieso bestens kannte. Mit jedem weiteren Schritt des Vulpix wurde der Wind stärker, aber ein Hindernis? Nicht im Ansatz. Stattdessen, als Flamme nun direkt vor dem Eis stand, welches beinahe wirkte, als wolle es sich wehren, blickte er bloß zu den anderen Mon zurück, um zu sagen, wo war jetzt das Problem? Anschließend griff er einfach den Kältekern, nicht viel größer als seine Pfote, und schlug ihn auf den Grund, das rote Zentrum nach unten gerichtet. Der Kältekern zerbarst in winzige Splitter, als die Winde erloschen. Also, kommt ihr dann jetzt endlich?